das Fest ist uns gelungen. Der Auftakt für ein gutes Jahr. Wirklich hübsch arrangiert und inszeniert. Hoch das Gras, ein Status, ein Leider, aber leider, das Vertrug wird ganz und gar. Thank you.
Was erschreckt Sie so, Monsieur? Dachten Sie, Sie wären mich endgültig los? Ich war lange fort, Monsieur, denn ich schrieb an einer Oper. Hier vollendet ist das Werk Don Juan der Sieger. Mein Entwurf ist sehr präzis, besser, wenn man sich dran hält. Bedenkt wohl, es gibt Schlimmeres als ein Lüster, der zerschellt. Die Kette ist mein, du singst nur für mich. Hier, Monsieur, ein neuer Brief.
Mädchen zu mir. Lehrt die Carlotta zu agieren, sie darf nicht wie sonst nur steif herumstolzieren. Und Don Juan ist viel zu fett, in Bianchis Alter stört das leicht die Liebesbrust. Und an meine Direktoren kümmern sie sich um den Schrecken, nicht um Kunst. Und nun zu Christine Lange bestimmt sie ihr Bestes. Sicher wird sie noch viel besser, denn sie kommt ja zum Glück wieder durch dieses Stück zu ihrem Meister zurück, zu mir zurück, ihrem Meister. Ihr ergebener Freund und Engel. Ich kann nicht. Ich will nicht. Wir waren alle blind. Mit einem Schlag könnten wir von ihm befreien. Soll doch unser Freund in die eigene Falle gehen. Und mein Gott, ja. Wir führen unbedingt die Oper auf, wie es wird für ihn allein. Wenn Christine da singt, kommt er her, um sie zu sehen. Dann fertigen wir alle Türen und umstellen das ganze Haus. Und er kann nicht mehr raus. Der Vorhang fällt. Sein Spiel ist aus! Unsinn! Das glaube ich nicht! Es könnte gehen! Das ist Unsinn! Jetzt handeln wir! Das wäre wie unklug! Den Kampf mit ihm gewinnen Sie nie! Was wissen Sie schon? Ihr Ratschlag! Wieso von dir? Ich habe keine Erfahrung, ein Ratschlag! Den hab ich nicht! Sie sind nicht ehrlich! Verdammt, auf welcher Seite stehen Sie? Sie ist ein Werkzeug! Monsieur, ich bin bereit zur Mitarbeit! Doch Monsieur, es droht uns eine Grauheit! Sein Untergang ist nicht mehr weit! Von dir.
Garantie. So geht die Phrase. Wer es auch nie mit Don Juan, darf ich bitten? Wer es aufnimmt mit Don Juan? Nein! Fast! Grazie. Aber nein! Wer es auf! Wer es aufnimmt mit Don Juan? Seins ist besser. Wenigstens klingt es bei ihm nach Musik, Signora. Würden Sie das auch sagen, wenn der Komponist anwesend wäre? Der Komponist ist nicht ihr. Und wer Können Sie ihr dessen so sicher sein? So, nur noch einmal, Signor Piangi, nach der 7. 5, 6, 7. Wer es aufnimmt mit Don Juan. Thank you.
Der Ober
Ganz nah ist das Phantom der Oper. Hier denn? Nein, hier. Hier! Sie Idiot! Erst wenn es soweit ist, habe ich gesagt. Zum letzten Mal, ich habe das Phantom... Kein Aber. Diesmal hat Monsieur le Vicomte recht. Die Entscheidung fällt heute Nacht. Genug der faden Scherze. Unsere Zuschauer sind schon gespannt, wer gewinnt. Meine Oper beginnt. Und lass die Welt der
Zweifel hinter dir. Löse dich mit einem Schritt von den Gedanken und schweb in deinen Träumen fort mit mir. Welch wildes Meer zerfrisst den Damm, welch scharfer Speer zerreißt das Herz, welch süßer Rausch betäubt die Schmerzen. Von nun an gibt es kein Zurück. Vergiss die Fragen, nimm nichts als die geheime Ahnung mit. Von nun an gibt es kein Zurück. Ja, du riefst mich, unsichtbar hast du mich berührt, und ich hab deine Stimme gehört. Durch das Schweigen. Ja, komm ich, meine Sehnsucht hat mich geführt. Ohne dich kann ich mich nicht mehr finden. Ich will meinen Körper mit deinem verbinden. Und nun ist die Stunde hier. Mein Leben.
hat dich herverbannt, wo kein Trost ist und kein Tag. Keine Sünde, keine Schuld, nur die grauenvolle Fratze, die ich trag. Jeder hässt mich wie ein Tier, jeder lässt nur Abscheu sehen. Niemand spricht als Mensch zu mir, niemand will mein Leid verstehen. Christi! Christi! Warum? Over!
Gesicht bleibt versteckt.